Andy, ist euch klar, was das hier zu bedeuten hat? Nein. Aber ihr werdet mich sicher gleich davon in Kenntnis setzen. Wir wurden heute Nacht Zeug eines solchen Rituals. Wir sollten zu den Opfern gehören. Doch das Ritual wurde gestört. Da draußen streift eine reißende Bestie durch die Gänge, nur darauf aus, sich seine Opfer zu suchen. Dann sollten wir uns vielleicht schnellstens von hier verkrümeln und bis zum Morgen warten. Dann ist doch alles vorbei, habt ihr gesagt. Kenny, ihr vergisst den Zustand in Düsterburg. Hier gibt es keinen Morgen. Wir müssen die Kreatur aufhalten, bevor sie noch mehr Leute umbringt. Wie stellt ihr euch das vor? Ihr habt doch selbst gesehen, dass wir nicht die geringste Chance gegen diese Bestie haben. Ich kenne ein paar alte Rituale, die dem Austreffen von bösen Geistern dienen. Sie sind allerdings samt und besonders sehr zeitaufwendig. Jemand müsste die Kreatur ablecken, bis ich das Ritual beendet habe. Verstehe ich das richtig? Ich soll mir die Birne weichprügeln lassen, während ihr in der zweiten Reihe eure Zauber ausprobiert? Es tut mir leid, Granny, aber ich fürchte, es gibt keine andere Möglichkeit. Ja, was soll's. Dann bringen wir es aber möglichst schnell hinter uns, Dankwart. Auf geht's zur fröhlichen Monsterjagd. Das ist der Granny, wie ich ihn kenne. Buch mitnehmen? Ja. Okkulte Aufzeichnungen mitgenommen. Endlich wird mir klar, was hier wirklich vor sich geht. Ich bin ein alter Narr, dass ich nicht früher darauf gekommen bin. Es wäre nett, wenn ihr mich in eurem Wissen teilhaben lassen könntet. Granny, der Geist, der in Sylvias Körper gebannt werden soll. Es ist der Geist von Lydia, die Gemahlin Malthus, dem Erbauer dieser Burg. Priamo und seine Vorgänger betreiben dieses menschenverachtende Ritual schon seit Jahrhunderten. Dutzende von unschuldigen Seelen haben sie bereits für ihre finsteren Pläne geopfert. Für Teufel! Aber was bezwecken sie damit? Diese widerlichen Griecher möchten sich bei ihrem Idol Malthus einschleimen, wenn er zurückkehrt. Bitte entschuldigt meine Wortwahl, Granny. Dann ist das diese Lydia auf dem Gemälde zusammen mit ihrem Gatten. Aber wie kann es sein, dass sie Fräulein Sylvia ähnelt wie ein Ei dem anderen? Finstere Ritualmagie, Familienbande oder Schicksal, ich weiß es nicht. Aber es gibt kaum etwas, was die Priester des dunklen Gottes nicht zustande brächten. Granny, es ist unsere heilige Pflicht, dass wir dieses Wesen vernichten, solange es noch nicht zu spät ist. Okay. Candy, diese Bücher befassen sich mit schwarzer Magie. Moment mal, das kennen wir schon. Das steht da irgendwie überall. So, und was haben wir hier? Was sind denn das für Bücher? Komme ich ja schon bei den Titeln rote Ohren. Auch hier das gleiche. Die drallen Dinger von Düsterburg. Da hat aber jemand einen schlüpfrigen Geschmack. Tiegel und Flaschen. Na, wenn das mal nicht alle wirklich nützlichen Tränke sind. Ein Heiltrank, zwei Marichtsalz, wie man Medizin gefunden. Dann speichern. So, dann sind wir jetzt wieder hier, oder? Genau. Wofür war dann der Silberschlüssel? Wo war denn die Tür? Die hier konnten wir ja aufbrechen. Das hier ist ein Kultraum des dunklen Gottes. Habe ich mir doch gleich gedacht. Oh, Miss Hoon. Wo ging es hier denn nochmal lang? Ah, hier war das Bild. Aber ansonsten nichts. Na, ich glaube, mit den Ritterrüstungen kann ich jetzt zu den Soldaten gehen, oder? Versuchen wir es mal. Etwas anderes würde mir sowieso nicht mehr einfallen. Gehen wir gleich hier links raus. Die kann ich irgendwie nicht benutzen. So, warten.
Genau, geh wieder nach oben. Okay, los. Da hocken ja noch zwei. Ich hab einen Alarm. Mist. Ah, Moment mal, jetzt sind sie von Anfang an da. Aber die bewegen sich nicht. Also der eine eben nicht. Okay, dann komme ich hier also nicht weiter. Gehen wir wieder einen anderen Weg. Gehen wir die Treppe normal runter. Müsste funktionieren. Hoffe ich doch zumindest. Können wir auch hier gleich nochmal speichern. Okay. Ihr könnt mit Dankwart auch nochmal in den Raum reingehen, in den Saal. Das sagt aber nichts. Das Bild haben wir uns noch nicht angesehen, oder? Ah, da ist eh nichts los. So, da lang. Waren wir hier schon drin? Das war die Küche. So. Hier sind die offenbar sicher. Alles ruhig hier. Keine besonderen Vorkommnisse. Wir sind wir sicher. Bislang war alles ruhig. Na, wollen wir doch hoffen, dass es bislang, dass es auch so ruhig bleibt. Hier waren wir, glaube ich, in beiden Räumen schon drin. Genau. Also der Priester hat ja einen schnellen Weg. Also der Diener besser gesagt. Solange die hier den Ausgang blockieren, kommen wir hier niemals raus. Verhandeln? Gespeichert haben wir hier, also verhandeln. Alvaro, ich möchte mit euch reden. Ruhig bleiben, Leute. Keiner hört den Mann an. Ihr seid mir gegenüber im Vorteil, mein Herr. Ihr kennt meinen Namen, aber ich kenne nicht den euren. Mein Name ist für meine Freunde da. Er kommt mir doch nicht mit derart ausgelutschten Sprüchen. Das ist wohl kaum eine sinnvolle Basis für eine Verhandlung. Na gut. Ich heiße Granny. Schon besser. Nun, Granny, was habt ihr mit mir zu besprechen? Macht ihr das mal besser, Dankwart. Ihr kennt euch in diesen Dingen besser aus als ich. Eine Frage vorweg, Herr Alvaro. Was ist genau aus dem Festtag geschehen, nachdem Granny und mir die Flucht geglückt ist? Bin mir selber nicht ganz darüber im Klaren und erinnere mich nur widerwillig daran. Frau Cynthia fängt am Schreien an. Ich stand direkt vor ihr und konnte sehen, wie ihr Gesicht plötzlich mit unglaublicher Geschwindigkeit zusammenfiel. Dann stürzte sich dieser Haushofmeister Burger auf mich und ich war einen Moment abgelenkt. Ein fürchterlicher Gestank nach Fäulnis und Verwesung breitete sich aus. Und das nächste, was ich erkennen konnte, war dieser Priester. Er hatte das Fräulein gepackt und presste es mit aller Kraft gegen den verrottenden Körper der Burgherrin. Plötzlich mit einer Gewalt, die ich ihr gar nicht mit zugetraut hatte, reckte Xynthia die Hände nach oben. Ihre Fingernägel hatten sich in lange Krallen verwandelt. Sie grub ihre Klauen tief in das Gesicht ihrer Nichte und riss ihr beide Augen raus. Durch den Körper des Mädchens ging ein jäher Ruck. Sie bäumte sich auf. Ja, sie schien zu wachsen. Xynthias Körper fiel nun völlig in sich zu fallen. Überall auf dem Stuhl breitete sich ekliger Schleim aus. Und dann nahm das Unheil endgültig seinen Lauf. Diese Kreatur, die einmal vorher längst Sylvia gewesen war, begann auf meine Leute loszugehen. Ich konnte sehen, wie sie einen meiner kräftigsten Männer scheinbar mühelos in zwei Teile riss. Vier Leute verloren wir auf diese Weise. Und es waren vielleicht noch mehr geworden. Wenn nicht. Ja! Also vier hat er verloren und zwei haben wir ihm gegeben. Eins bräuchte sie noch.
Dieses Monster war nicht nur darauf aus, alles zu töten, was ihm vor die Krallen kam. Es riss jedem einzelnen seiner Opfer beide Augen aus. Es gab mir die Möglichkeit, meine Leute zu formieren und zurückzuziehen. Leider sind uns Bürger, Bürger und der Priester dabei durch die Hände geschlüpft. Moment mal, wenn aber Sylvia selbst das erste Opfer war, dann wären es 7 gewesen. Dann wäre sie ja schon... Ich hoffe nicht. Das verwundert mich kaum. Schließlich waren sie wahrscheinlich die Einzigen, die eine Vorstellung davon hatten, was geschehen würde. Dankwart, das mit den Augen. Die Augen gelten als der Spiegel der Seele, Grendi. Und wir wissen, dass es der Kreatur darum geht, Seelen zu fressen. Ich habe euch alles berichtet, was ich weiß. Ich denke, jetzt ist die Reihe an euch. Wir alle wurden heute Nacht Zeugen eines Rituals, das dazu dienen sollte, den Geist Xynthia seinen Körper vor den Sylvias zu bannen. Um den Geist jedoch vollständig in dem neuen Körper zu verankern, müssen dem dunklen Gott 7 Seelen geopfert werden. Wenn ihr und eure Leute den Ablauf des Rituals nicht gestört hättet, wären meine Freunde und ich mit Sicherheit unter den Opfern gewesen. Der Geist Xynthias streift ruhelos durch die Gänge dieser Burg und lauert nur darauf, dass die notwendigen 7 Seelen erbracht werden. Die Hintergründe dieses Rituals reichen tief in die Vergangenheit hinein und sind zu verwickelt, um sie hier und jetzt zu erörtern. Mit jeder Minute, die wir hier ausharren und nichts tun, verringern wir unsere Möglichkeit, dem Verhängnis Einhalt zu gebieten. Ich verstehe zwar nur die Hälfte, aber ich bin mir sicher, dass ihr wisst, wovon ihr redet. Was empfiehlt ihr uns jetzt zu tun? Grendi, ihr seid ein Mann der Tat in unserer Gruppe. Lasst uns von hier verschwinden. Alle gemeinsam Sylvia suchen, das auf eigene Faust erledigen. Auf eigene Faust erledigen. Nichts gegen euch und eure Leute, Alvaro. Aber das Risiko, dass noch mehr von euch der Kreatur zum Opfer fallen, ist zu groß. Bitte zieht von hier ab. Meine Freunde und ich werden versuchen, die Kreatur zur Strecke zu bringen. Je weniger potenzielle Opfer sie sich hier aufhalten, umso besser. Es widerspricht mir einfach, davonzulaufen. Aber ihr habt sicher recht. Aber wir werden Posten in den Wäldern aufstellen, damit wir wissen, wer oder was die Burg verlässt. So haben wir die Möglichkeit, doch noch einzugreifen, falls ihr mit eurem Vorhaben scheitern solltet. Bewegt euch, Leute! Wir verschwinden von hier! Ja, geht doch. Kommentarius, du hast hier lange genug warten müssen. Hey Leute, ich dachte schon, ihr lasst mich hier versauen. Sag mal, Alvaro, das mit den Steuern war doch geschwindelt. In wessen Diensten steht ihr denn nun wirklich? Ich diene keine Menschen, sondern nur dem Wohl Düsterburgs. Manfred hat sich den Thron widerrechtlich angeeignet. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ihn wieder dahin zu schicken, wo er hergekommen ist. Entschuldigt mal bitte, ihr verhaltet euch eher wie ein Haufen dahergelaufener Straßenräuber. Leider gibt es nur noch wenige Menschen in Düsterburg, die bereit wären, ihr Leben für die rechte Sache in die Waagschale zu werfen. Die meisten meiner Leute sind Söldner aus allen Teilen der Welt. Sie verkaufen ihren Schwertarm an den Meistbietenden. Also muss ich ihnen mehr bieten als der Herzog. Schon verstanden, Alvaro. Sieht so aus, als zögen wir am selben Strang. Ich denke, wir werden bei Gelegenheit wieder an euch herantreten. Wo können wir euch finden, wenn es soweit ist? Wir leben in einem verborgenen Ort in den Wäldern. Aber seid unbesorgt. Wenn es soweit ist, dann werden wir euch finden. Hier ist etwas, das euch vielleicht von Nutzen sein könnte. Wir haben diesen Schlüssel einem der Wachleute abgenommen. Kerkerschlüssel erhalten. Lebt denn wohl, einstweilen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und jetzt wären sie vermutlich normal rausgekommen, oder? Ah, oh, schade. Naja, dann gehen wir jetzt da oben speichern und dann suchen wir die Sylvia. Oh, speichern kann ich hier nicht mehr. Schade. Dann suchen wir die Sylvia gleich. Wir haben ja zum Glück direkt vor dem Gespräch gespeichert. Sie wird doch wohl irgendwo zu finden sein. Also hier, da ist eine offene Tür. Uha, da ist sie wieder. Seid unbesorgt. Ich stehe hinter euch und bereite das Ritual vor.
Sylvia greift an. Zittere und erstarre, du Kreatur der Finsternis. Denn jetzt wirst du vor deinen dunklen Chef vertreten. War ja nur so ein Vorschlag. Lauf zu Namen und kämpfe! Wow. Ich sollte mal alle ein bisschen mit dem Heilkraut teilen. Grandi erwischt, aber das passt ja noch, passt noch. Okay, dann machen wir mal Finte. Tanz der Sonne. Feuerball. Ha, Parade ist gesunken. Feuerball macht 126. Schockpfosten macht 150, ist besser. Okay, jetzt müssen sie sich alle heilen. So. Und dann... Jetzt sind die Krallen aus, ja genau. So, versuchen wir einen platzierten Angriff. Du machst dann zur Sonne und du machst jetzt einen Blitz. Dankwart, wie kommt ihr voran? Dauert's noch länger? Geduld, Candy, ich bin noch am Üben. Üben? Ihr habt sie noch alle? Habt ihr sie noch alle? Die Dame macht gerade Hackfleisch aus mir. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie viel Blitz macht. Mist. Egal, mit Granny greife ich an, tanze die Sonne und dann machen wir halt nochmal Blitz. 135. Der Eiszauber ist also am wirkungsvollsten. Ich degradiere Granny mal einfach zum Heiler. Schockpfosten. Libra wurde getroffen. Oh oh. Komm schon, Dankwart, beeil dich mal ein bisschen. Wir schwächen sie für dich. Okay, dann kann ich jetzt wieder mit allen angreifen. Schon. Dankwart, beeil dich doch mal ein bisschen. Heilkraut vielleicht mal an alle. Halt. Ich werde nicht drängeln, Dankwart. Aber die Heiltränke reichen auch nicht bis in alle Ewigkeit. Bitte, Granny. Ich muss mich auf eine Formel konzentrieren. Na, die Heiltränke nicht, aber Heilkräuter haben wir ja auch noch. Und Elixiere ja auch. Die Heilungen haben es nicht sehr gebracht. Ich... jetzt noch mal so. Ja, Libra könnte sich mit einem Heilkraut noch heilen, das stimmt schon. Würde noch passen. Ah, Mann, ey. Ja, auf Libra rumzuhacken. Schon. Ich weiß ja nicht mal, theoretisch könnte ich auch die ganze Zeit blocken. Ich weiß aber nicht, ob das funktionieren würde, ob das rundenbasiert ist, dass Dankwart vorankommt. Oder, also, so wie es eigentlich wirklich ist. Oder ob das schadensbasiert ist, dass ich alle 500 Punkte oder so, dass es weitergeht. Deswegen greife ich auch immer an. Denn sicher ist sicher, so ist es. Sowohl rundenbasiert als auch schadensbasiert.
Kritischer Treffer! Ja, weiter. Tarius braucht jetzt einen Magietrank. Nidrat noch ein bisschen Magiepunkte. Schon. Okay. Indra bräuchte einen Heiltrank. Tarius gibt sich ein Heilkraut. Und die Libra macht den Schockpfosten. Dankwart! Nur noch ein wenig Geduld. Ich hab's gleich. Na, will ich doch mal hoffen. Hätte er nicht vorher schon leben können, bevor wir das Monster angegriffen hätten? Haben? Aber wie viel Schaden jetzt insgesamt schon eingesteckt hat, ist schon... Ja, geht schon. Wow. Granny braucht ein bisschen Heilung. Zur Seite! Dankwart, ihr lebt noch! Es hat nicht funktioniert! Beruhigt euch, Grandi! Der Zauber hat ihren magischen Schutzwall zerstört! Jetzt wirft ihr alles entgegen, was ihr habt! Sie wird unterliegen! Ah ja, okay. Na, will ich doch mal hoffen. Hey, stimmt sogar! 5000 Erfahrungspunkte erhalten! Granny Stufe 34 reicht! Tare Stufe 29! Libra Stufe 29! Was das? Ich fasse es nicht, das Monster ist tot! Was ist denn das für ein Geräusch? Das, mein lieber Grandi, scheint der Geist Xynthias zu sein, der sich auf den Weg zu ihrem finsteren Schöpfer macht.